Leute, es gibt also ein kleines Problem. Wir haben von dem nächsten Part das Videomaterial verloren und deswegen mussten wir jetzt leider das Spiel nochmal spielen. Aber der Ton passt nicht ganz zu dem Spiel, weil wir den Ton ja schon aufgenommen haben und der gespeichert wurde. Deswegen, wenn es nicht ganz passt von der Synchronität her, dann entschuldige ich das hiermit, aber besser als gar kein Video, ne? Ciao! Hallo YouTubes, da sind wir wieder. Wir mussten gerade mal kurz den Spielstand nachstellen, weil... Ja, das Spiel ist abgeschmiert, als ich die Musik ausmachen wollte. Und Poki ist gerade weg. Oh, wo ist er denn hin? Hm. Guck mal, da steht Kommentar. Ah! Witzig. Ich wäre gern bei dir, ich würde dich heute gern noch sehen. Wir könnten indisch essen und danach ins Kino gehen. Doch leider wird dafür wohl mein Zeitkontingent nicht reichen. Denn ich muss noch Lichtkanten zeichnen. Wir könnten in den Zoo, wir könnten an die Ostsee schwimmen. Wir könnten eine Menge tun, das mag ja alles stimmen. Doch ich bin noch am Zeichnen, werd ich dann wohl doch versetzen. Denn ich muss noch Schattenlayer setzen. Schattenlayer setzen. Lichtkanten zeichnen. Schattenlayer setzen. Und Lichtkanten zeichnen. Super Lied. Ja. Ich war schon überlegen, ob ich mir Harveys neue Augen kaufen soll, damit ich die Version mit den Entwicklerkommentaren auch habe. Gibt's sie? Ja, gibt's mittlerweile. Echt? Ja, nur ich hab halt keine Ahnung, ob die sind wahrscheinlich genauso gut. Da gibt's bestimmt auch wieder Lieder. Dann könnte man. Ja. Man müsste das mal alles auf so eine CD brennen. Dann hätte man so die Poki Best Ofs. Das wäre super. Jedenfalls, eigentlich wollte ich ja letztes Mal die Musik ausmachen, aber dann ist das Spiel abgestürzt. Und wir hatten noch nicht gespeichert, deswegen konnten wir die ganze Session wiederholen bis eben. Es hat aber nur 10 Minuten gedauert. Ja, wir haben halt die ganzen Dialoge übersprungen. Wir haben aber auch so versucht, alles wieder so herzurichten, sagen wir mal. So wie es war. Genau, und jetzt gehen wir zu diesem Bett. Erstmal sprechen mit denen. Sie sehen sehr begeistert aus. Sie gleichen einer mit Mund, einer ohne. Dem anderen. Ich habe dann eine Nase. Beides sehr ungewöhnliche Eier. Stimmt. Ich habe leider meine Zwillingskarre nicht. Fehlt doch noch einer. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Nein, es ist einer. Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti. Das war komisch, das hier war schon eben da. Ich weiß. Edna hat anscheinend telepathische Kräfte. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Natürlich. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erwarten. Klar. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Ja. Ja, sehr mandelförmig. Runde Mandeln. Ja. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Ah, da haben Sie irgendwie recht. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ja, witzig. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Nach Paris.
Bis später. Roti müsste im dritten Teil auch vorkommen. Und grüß mir die Freiheit. Wie der wohl aussieht. Der Vater ist Japaner, die Mutter ist Indianerin. Er ist weiß, er ist schwarz. Was ist denn der dritte? Mexikaner. Könnte sein. Könnte. Poki würde es uns verraten. Ja, die Idee zu Roti und Moti, zu den siamesischen Zwillingen, die sich eigentlich nur den einen Pullover teilen, ist ungewöhnlich gesellschaftskritisch. Und deswegen ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass die Idee zu den beiden gar nicht von mir stammt, sondern von meinem guten Freund und damaligen Helfer in allen dramaturgischen Fragen, Erkan Yilmaz, der sehr viel Spaß dran hat. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, worauf er hinaus wollte. Deswegen geht die gesamte Gesellschaftskritik um die beiden verschiedenfarbigen siamesischen Zwillinge hier den Bach runter. Peinlich. Aber wahr. Die Idee von, die ich dazu beigesteuert habe, ist Broti, der siamesische Drilling, der aber gar nicht da ist, der Kunstgeschichte in Paris studiert. Herrlich. Ja, herrlich. Dann kannst du jetzt mal kurz, ne? Operation? Ja, dann schneiden wir die mal auseinander. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Oh mein Gott. Wow. Ja. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Natürlich. Nein, ich bin Magier. Dann, Nein, sie ist Schurke. Braucht ihr etwas Ketchup? Nein, wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken vollkrümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Oh. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Respekt. Dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Okay, dann können wir noch was mit dem machen. Die müssen wir irgendwie rauskriegen, damit wir das Laken kriegen. War das nicht irgendwas mit der Kantine? Das kann auch sein, dann warten wir einfach. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder. Tschüss. Tschüss. Zu Roti und Moti, nicht zu euch, liebe Zuschauer. Ja, ja, ihr müsst noch 13 Minuten lang das hier aushalten. Nicht ganz. Dann... Back to the... Bleibt uns wirklich nur noch diese Tür übrig. Na gut, okay. Denn das ist quasi die fortschrittlichste aller Türen. Gepokit wird zuletzt. Ja. Oh. Nochmal? Ah. Hallo Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Nase. Er hat eine Nase. Ja, ein Kreis. Durch das Loch. Ja, okay. Ich bin der unmöglichste Tag gewesen zwischen Dimensionen. Antworte nicht. Du bist Edna. Stimmt's? Hey. Fucking Magier. Woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Warum? Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Er wird so Gras und Erde. Er wird rasen. Ich möchte mal wissen, wie es ist, wenn Dr. Marcel mit ihm spricht. Ja, stimmt, ne? Das muss dem Doktor ja selbst unangenehm sein. So, weil der ist viel zu intelligent. Ja, das ist so. Das ist quasi, der Typ ist intelligenter als Dr. Marcel, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Kommt mir auch so vor und deswegen redet er wahrscheinlich gar nicht mehr mit ihm. Ja, der lässt ihn da einfach versauern. Der bleibt einfach so umgedreht sitzen dann. Ja. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis. Oh. Das hatten wir ja eben schon. Oh. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja,
Ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel. Komm ich auf die andere Seite der Gitter. Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Mhm. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Mach doch mal. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Gleich mal Poki. Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Wieso kommt der auf Gold? Weil ja, dass es den niedrigen Schmelzpunkt hat. Was ist mit Kupfer oder Aluminium? Stimmt, wir können den Alumann einschmelzen. Sein Alu-Umhang. Nee, den ganzen Alu-Umhang. Ist klar. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Was der alles weiß? Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Droggelbecher vorbeikommst. Komisch, diese Gedankenlaser. Wir waren noch kein einziges Mal bei Adrian und ja, stimmt. Sind schon so weit, das ist komisch. Ihr lieben Leute, die das Spiel nicht kennen, kennt ja doch gar nicht König Adrian, den wir schon aus Harveys neuen Augen kennen. Ja. Na dann, wie kommen wir denn an Ton? Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Da kennen wir doch jemanden. Ja, da kennen wir einen gewissen Mexikaner, der buddelt gerne. Aber dafür müssen wir erstmal die nächste Fähigkeit lernen. Ja. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Das stimmt allerdings. Goldton, Vehikel, Generalschlüssel. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gerne für jedes Spiel mitbesetzen. Ja, überhaupt wie fast an alle Sprecher bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements, also die Schauspieler in Hamburg, meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahem Tätigungsfeld zu verdingen. Und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Grimm, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt. Also eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen, wo dann halt irgendwelche Pestgestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und die deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß noch, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren und
und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum. Und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter, musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, kleines Video geschossen, und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählt. Ein Video so geschossen. Sehr beeindruckend. Oh, 7 einzelne kleine Fledermäuse. Eine Fledermaus, 2 Fledermäuse, 3 Fledermäuse. Ich hab das so lange nicht mehr geguckt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie. Ich glaube, wir sind durch da, oder? Gold und. Ja. Der Typ ist echt gruselig. Er ist grün vor allem. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Das ist noch gut. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Der muss ja irgendwas Schlimmes gemacht haben. Ja. Also weil er ist der Schlüsselmeister. Natürlich muss er irgendwie... Darf er nicht frei rumrennen, sonst kann er sich die ganze Zeit Schlüssel machen. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann, vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Welche Frau hat mit ihm ein Kind gezeugt? Die Frau muss Alfred ja sehr ähnlich sein. Ja, irgendwie. Das ist ganz schön gruselig. Und wenn er redet, dann bewegt sich sein Schnurrbart gar nicht. Das sieht witzig aus. Als ob der in der Scheibe klebt. Und seine Lippenform immer so eine Trötenform. Ja. Ja, gut, dann. Was wollen wir das sagen? Ja, das nimmt. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Das war. Und ich muss weg. Elaboriert. Die Freiheit. Okay. Na, grüezi. Oh, hier ist ein anderer Poki. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt. So. Also sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. Ob Poki das jetzt wirklich gesagt hat, ob wir weiterspielen, das werdet ihr nächste Folge erfahren. Wenn es wieder heißt Let's Play, Edna bricht aus mit Troy und Ed. Tschüss. Tschüss.